Für einige Börsianer eine kurze Woche. Am Montag gab es den Feiertag in den USA, Memorial Day. Donnerstag, Freitag das 70-jährige Thronjubiläum in England. Auch da waren die Marktteilnehmer nicht dabei. Wir sind dabei beim Finanztalk von Follow My Money und haben als Thema in dieser Woche nicht nur den DAX, nicht nur die Nasdaq, sondern auch konkrete Trades unserer Star Trader für Sie. Herzlich willkommen beim Finanztalk von Follow My Money. Wir haben das Pfingstwochenende vor der Tür und einiges hinter uns an Volatilität, vor allem im DAX. Und dazu möchte ich als erstes mit dem Christian Schlegel sprechen, der den DAX für uns beobachtet. Hallo Christian. Servus. Ja, der DAX hat gerade in den letzten Tagen ein bisschen Volatilität abgelassen, teilweise nur 100 Punkte Tagesschwankungen. Ist da auf dem Niveau vielleicht schon das Momentum aufgebraucht? Also es ist so, dass der VDAX hat von 33 reduziert auf 22. Was mir hier auffällt, ist beim Markt, dass wir rotieren sehr stark. Mal sind es die Banken, die stark steigen, dann sind es die Versorger, dann sind es die Autos und 2-3 Tage später kommt das alles wieder ein bisschen zurück. Ich glaube, dass wir in den nächsten 4 Wochen, also mindestens bis zum Verfalltermin, und den haben wir jetzt hier am dritten Freitag im Monat oder jetzt hier im Juni, dass wir tendenziell in der Range bleiben. Die ist bei mir unten 14.222. und oben maximal 14.100. Ich denke nicht, dass wir diese Range verlassen werden, aber die Rotation kann man recht schön spielen. Bei der Rotation kamen jetzt auch einige Werte wieder in den Fokus, an die man ja vor einigen Wochen gar nicht so geglaubt hat. Zum Beispiel die Energiedienstleister. Du hast dir die E.ON genau angeschaut. Ja, ich habe mir die E.ON angeschaut, weil die waren letzte Woche deutlich höher und haben dann so verloren, wie auch letzte Woche die Deutschen Bank oder die Banken hoch waren und dann auch wieder deutlicher verloren haben. Momentan kaufe ich nicht die Werte, die heute oder morgen auf Platz 1 bis 4 sind im DAX oder Eurostoxx, sondern ich kaufe eher die, die auf den letzten 4 Plätzen sind, weil die in 2 Tagen wieder hochrotiert werden. Heute ist es die E.ON, die steigen also auch momentan um 3%. Und ich glaube auch, dass die Banken in den nächsten Tagen dann wieder hochkommen. Dafür sind die Autos, die gestern sehr stark waren, ich möchte nicht sagen schwächer, aber sie werden jetzt heute mal dann wieder abverkauft. Das ist ein Trading-Markt, das ist kein Buy-and-Hold-Markt, nicht im Moment. So sehe ich das. Diese Rotation, die hat natürlich auch Hintergründe. Da geht es um Wirtschaftsdaten, die mal besser, mal schlechter sind. Die Notenbank spielt eine Rolle. Das möchte ich mit dem Marc Pötter gemeinsam besprechen. Denn heute am Freitag kommen auch noch die Arbeitsmarktdaten aus den USA raus. Wie wichtig sind die denn, dass die vielleicht gar nicht zu gut sind? Ja, also grundsätzlich sind ja die Arbeitsmarktdaten von daher wichtig, einfach weil man da sehen kann, ob die Amerikaner, wir sind jetzt die amerikanischen Arbeitsmarktdaten heute immer erster Freitag im Monat, ob halt die Konsumenten weiter kaufen können, also ob die Kaufkraft weiter da ist. Und das, was man so liest, sind die aktuellen Daten, schätzt man, dass die Löhne weiterhin hoch bleiben werden, dass aber ansonsten der Arbeitsmarkt ein bisschen schwächer wird. Wo man da halt auch sagen muss, es ist eigentlich, wir sind natürlich sehr verwöhnt von den letzten Jahren. Ja, und auch zum Beispiel, wenn man sich die ganzen Aktienmärkte anschaut, wir sind einfach so stark angestiegen, da kann man gar nicht unbedingt sagen, hätten wir jetzt nicht diverse Krisen sonst noch, dass eine Korrektur von 20% oder 25% viel ist. Ja, sondern es muss halt auch mal irgendwann korrigieren. Und ich glaube, wir sind halt sehr, oder auch egal, was so einen Arbeitsmarkt betrifft, wir haben faktisch in den USA Vollbeschäftigung, damit in Deutschland Vollbeschäftigung. Ich habe mich gestern noch unterhalten mit Stepstone. Stepstone, die machen nichts anderes, dass die gar keine Leute aus der Arbeitslosigkeit holen, sondern die gehen zu Firmen hin und probieren, die Leute abzuwerben, damit Firmen, die Leute einstellen wollen, welche kriegen. Ja, und das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass der Arbeitsmarkt aktuell sehr, sehr stark ist. Und von daher kann man eigentlich da einen Haken dran machen und sagen, das wird nicht der Grund sein, weswegen also die Weltwirtschaft irgendwelche Schwierigkeiten kriegen wird. Das ist die eine Seite, der Arbeitsmarkt, der sehr robust ist. Wirtschaftsdaten wie der ISM in den USA war auch stärker als erwartet. Die andere Seite ist natürlich die Reaktion der Notenbanken, insbesondere die US-Notenbank. Denn wenn die Wirtschaft sehr stark ist, dann können sie auch die Zinsen stärker anheben, richtig? Das stimmt, richtig. Ne? Aber auch da muss man sehen, dass wir im Prinzip bis 2020
hat die Notenbank ja auch schon die Zinsen angehoben und da hat es im Prinzip auch eigentlich so mal keinen so groß gestört. Also es ist jetzt halt, wie es aber typisch ist meines Erachtens, in dem Moment, wenn wir so im Hinterkopf haben, Krise, dann suchen wir natürlich auch ganz viele Sachen, die quasi das dann im Prinzip befeuern können und da sind wir halt gerade dabei. Bei der Europäischen Notenbank bin ich absolut bei dir, weil die sind zum ersten Mal, dass sie jetzt sagen, dass sie langsam erhöhen wollen. Die hatten also vorher gar nicht so erhöht, aber wenn man sich das bei den Amerikanern anschaut, da geht es immer so ein bisschen runter und dann geht es wieder langsam hoch und dann wieder runter. Also da ist es gar nicht so, dass die eigentlich die letzten 20 Jahre quasi nur eine Zinssenkung hatten und dass wir da auf einer Nullzinspolitik waren. Nun wissen die aus den letzten Gesprächen, aus den letzten Finanztalks, dass zu schnell, zu starke Zinsen natürlich Gift für Technologiewerte sind. Und dazu möchte ich den Falk Elsner befragen, denn er hat den Nasdaq im Blick. Ja, hallo in die Runde. Wir hatten den Nasdaq ja in letzter Zeit schon häufiger thematisiert. Und ich habe euch den hier mal eingeblendet. Darunter sind meine Intermarket-Indikatoren. Die obere Signallinie, die misst den Nasdaq im Verhältnis zu den Anleihenmärkten, also der Zins, wie eben gerade besprochen. Darunter haben wir den Devisenmarkt. Ne, wie verhält sich das mit dem US-Dollar? Und nochmal darunter habe ich dann die Rohstoffpreise. Die sind jetzt beim Nasdaq nicht ganz so entscheidend mit eingeblendet. Und da sehen wir, dass eine gewisse Überhitzung abgebaut wurde. Wir haben hier im Prinzip gerade eine Korrektur hinter uns. Die Indikationen drehen. Wir rechnen auch mit einer Fortführung jetzt dieser positiven Trendtendenz. Ich habe es hier mal angedeutet. Aber insgesamt haben wir ein Szenario, das wurde hier auch schon angedeutet, dass wir innerhalb eines möglicherweise langfristigen Bärenmarktes eine sogenannte Bärenmarkt-Rally bekommen. Ich kann das auch hier mal zeigen, wie wir das in einem unserer übergeordneten Indikatoren sehen. Das, was ihr seht, ist der Aktienklimaindex. Da messen wir ja die Indizes weltweit nach einer relativen Stärke. Das seht ihr dann den Ausschlag hier unten. Und hier habe ich mal einen Ausschnitt vergrößert, wie das aktuell aussieht. Also die Signallinie beginnt jetzt gerade einen Boden zu bilden. Und genau ein solches Szenario hatten wir in der Finanzkrise. Das seht ihr hier nochmal zusammengestaucht. Und da gab es eine Bärenmarkt-Rallye, die ist hier angedeutet, wo mein Mauszeiger ist. Und die hat ungefähr 20-25% ausgemacht. Und genau das habe ich mir jetzt in der Nasdaq mal angeschaut. Ich habe das hier mal skizziert und das damalige Szenario einfach mal 1:1 drangelegt. Und dann seht ihr das ungefähre Potenzial, was ich da jetzt aktuell so auf dem Radar habe. Ohne das jetzt als in Stein gemeißelt zu klassifizieren, aber wir rechnen damit, dass es erst einmal positive Trendtendenz gibt und dann im August, September, vielleicht schon etwas früher, Ende Juli, werden wir mal schauen, ob sich die Marktlage wieder eintrübt und dann würden wir wahrscheinlich sogar auf die Short-Seite wechseln. Ihr seht, da sind noch Short-Ziele zur Unterseite offen. Ja, und das ist das eigentliche Trading-Szenario. Und da gibt es natürlich in so einer sogenannten Bärenmarkt-Rallye auch immer wieder spannende Aktien, die sehr, sehr schnell steigen, weil sie davor vielleicht schon stark gefallen sind. Du hast die Fortinet heute mitgebracht. Genau, die Fortinet habe ich euch hier mal eingeblendet. Fortinet, für diejenigen, die sie nicht kennen, ist beim Erstellen, Entwickeln und Vermarkten von integrierter Cybersicherheitssoftware und der Ausrüstung eben für Netzwerke und Informationsstrukturen zuständig und das unter anderem auch für Regierungsdaten, also eine gewisse Systemrelevanz, die dahinter steht. Und ihr seht, wir haben im Follow My Money Depot einen Einstieg schon mal probiert. Das war hier damals im Dezember. Damals ist die Position auch ganz gut angelaufen. Sie ist dann plötzlich eingetrübt. Wir haben sie dann mit einem kleinen Gewinn wieder aus dem Markt rausgenommen. Ihr seht, seitdem ist die volatil etwas seitwärts gelaufen und ich habe jetzt vor kurzem eine neue Position bei Fortinet aufgemacht. Also wir haben sie wieder neu zurückgekauft. Aktuell läuft sie auch wieder ganz gut an und ich sehe hier Potenzial. Ich habe auch mal den Stop-Loss und den Take-Profit hier mit eingeblendet. Ihr seht, den Take-Profit, den setzen wir aktuell bei etwa 100% an. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Thema dann plötzlich, auch im jetzigen Marktumfeld, dann plötzlich ganz heiß gehandelt wird. Und wir wollen uns nach so einer Korrektur hier positionieren. Ja, und dann werden wir mal sehen, ob die dann mit einem steigenden Gesamtmarkt tatsächlich überproportional steigt, also eine Outperformance zeigt. Oder ja, ob sich die Gesamtlage, wie angesprochen, vorher eintrübt, dann würden wir den Stop-Loss natürlich relativ schnell nach oben hin anheben.
und uns dann auch wieder von der Position verabschieden. Ja, das ist Risikomoney-Management. Das gibt es natürlich auch bei den ganzen Positionen hier mit zu erleben und viele, viele weitere Trades. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen einstimmen auf den Star Trader Talk, der übrigens ab kommender Woche dann zweimal die Woche stattfinden wird. Also gern dem Kanal hier folgen, dem YouTube-Kanal von Follow My Money, und dann sind Sie umfassend informiert. Ganz lieben Dank an euch und dann wünsche ich schon mal ein schönes Pfingstwochenende.